So. Hallo, es ist Naruto 186, herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 173 und hier ist Naruto 186 und wir machen da jetzt weiter mit den nächsten Riddler-Rätsel. Okay, das Hammer. Dann wollen wir mal hier auf das hier rüber gehen und gucken jetzt, wie es da gibt. Ah, ist da drüben bei dem Kran jetzt. Super. Hier drüben jetzt auf einmal. Dann bin ich mal gespannt. Was? Gedacht? Harley hat Batmans geheime Basis gefunden. Sie ist klüger als alle glaubten. Wo ist sie denn? Woher soll ich das wissen? Die Jungs haben sich aus dem Staub gemacht. Batman hat ihnen all den Arsch versohlt, aber immerhin hat sie ihn trotzdem gefunden. So, das müsste dann hier irgendwo sein. Ich kann nicht glauben, dass alle panisch abgehauen sind. Gotham ist ohne den Joker ganz schön verweichlicht. So. Ja. Und da haben wir die nächste Trophäe. So. Dann haben wir wieder hier mal wieder ein paar neue. Oh, 14 gibt's hier noch. Cool. Hier gibt's noch 14 Stück. Cool. Dann lassen wir mal. Dann. Zu der Trophäe. Danach gehen wir zu der da drüben hin. Ja, und die anderen Trophäe müssen wir erstmal noch alle freimachen danach. Okay, los geht's. Mein Freund, ich komme dir immer näher, glaub mir das. Du brauchst dir echt keine Gedanken machen, dass ich dir nicht näher komme. Das ist aber eine echt fiese Wolke über ich. Das glaube ich. So. Warte. Okay. Was zum Henker machen die Soldaten noch hier? Ich warte fast darauf, dass Batman sie vermöbelt. Das ist unsere Stadt. Ha, finde ich cool, dass man da mit dem Batmobil jetzt rein fahren konnte hier so. So, dann gehen wir kurz mal mit dem hier schneller drauf.
Hä? Ah, ne, das Ding haben wir ja schon gelöst gehabt hier schon. Das haben wir ja schon gelöst gehabt. Nein, stimmt, stimmt, stimmt. Das dumme Ding haben wir ja schon gelöst. Das war hier, das haben wir ja schon gelöst. Ach, bin ich doof, Alter. Das haben wir ja schon gelöst. So. Okay, warte mal. Dem Joker hat's nicht gefallen. Meinst du? Mal gucken. Ich mach gar nichts, ich verschlag euch alle hier nur. Komm weg mit euch hier, Penner. So, da will ich mal grad gucken. Fünf haben wir jetzt, aber egal, ich heb mir die trotzdem jetzt auf. Mal schnell hier. So. Aha, da drüben. Ja, ja, toll. Das bringt mir jetzt aber an. Ich glaube, das bringt mir hier gerade an nicht viel, wenn es das so ein Rätsel, wenn das Rätsel jetzt hier ist. Hier, scan hier. Okay. Ist ja immer noch dieses bekloppte Ding hier. Armer Batman, er hat all seine, wie sagt man, Geheimnishaftigkeit verloren. Ah, okay, hier lang. Okay. Ob Commissioner Gordon den Job behält, jetzt da seine Fledermausinstrumente demaskiert wurde? Dieser ist so. Warte mal da drüben. Den schnapp ich mir mal gleich. Na, der Freundchen bleibt stehen, Alter. Ich verhöre ich gleich. Ne, jetzt kommt mir auch richtig, wenn ich noch ein paar Typen zum Verhören kriege. Hab ich dich. Rede, oder ich fange mit deinen Fingern an. Nein, bitte, ich rede. Clever. Jawohl. Du bist erledigt, Batman. Ach, dann kommt mal her. Hallo, ihr zwei. Du kannst dich dazugesellen, Alter. Und gute Nacht. Perfekt.
Dann gibt es da noch ein paar von den Holzköpfen noch irgendwo, wo grün leuchten. Also diese Grünen sind echt die besten, was es gibt, weißt du auch? Weil du damit die voll verhören kannst und du weißt dann auch, wo du da hin musst. Weißt du nämlich, wo noch hier noch die ganzen Rätsel sind. Okay, das heißt, hier, da drüben, also hier ist es dann irgendwo. Es ist aufs Gas, mach ihn platt. Ja, ich gebe dir gleich Tritt aufs Gas, mach ihn platt. Gibt es da nochmal irgendwo eine Wand, wo man einschießen kann? Was soll immer heute Nacht passiert, Jungs? Ich will, dass ihr wisst, dass das hier das beste Halloween aller Zeiten war. Da sind wir. Oh Leute, nicht schon wieder. Ja, ey. Die Dinger, die sind noch echt behindert, ey. Wenn man das solche Rätsel. Ja. Nein. So. Okay. Wie weit noch? Ah, hier dann. Dinger hasse ich einfach, diese Rätsel hasse ich einfach ganz normal, weil die so scheiße sind und man nicht weiß, wo das dann ist. Wollt ihr euch hier auf diese ganze Geschichte eine Art psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem kranken Spiel? Nein? Achso. Die Idee ist, dass du kennst diesen Scheiß, aber dann echt nicht weißt musst, wo du da echt nicht weißt, wie du wo du lang musst. Deswegen bin ich jetzt hier wieder in den Part. Wir sehen uns ja im nächsten Part, also bis gleich.